Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das heute unsere Themen. Viel Prominenz. Der Sportpresseball stand in diesem Jahr unter dem Motto Rendezvous mit Olympia. Gute Entwicklung. Der TTC Obererlenbach Bad Homburg spielt in der zweiten Bundesliga und peilt den Aufstieg an. Deutsche Meisterschaften. Beim Bosseln kommt es auf Kraft, Gefühl und viel Taktik an. Unter dem Motto Rendezvous mit Olympia versammelte sich viel Prominenz am vergangenen Wochenende in der Alten Oper in Frankfurt. Sportpresseball war wieder einmal angesagt. Wer alles da war und wer die Preise gewonnen hat, das weiß mein Kollege Yannick Michel. Wenn hier in Frankfurt ein roter Teppich liegt, dann ist die Promidichte ziemlich hoch. Besonders hoch ist die Promidichte aber jedes Jahr auf dem Sportpresseball. Der findet gerade hier hinter mir in der Alten Oper statt. Und wir schauen mal, wen wir hier so alles treffen. Ausgelassen wurde getanzt in der Alten Oper. Auch Ministerpräsident Volker Bouffier mischte sich unter die Feiernden und schwang das Tanzbein mit Gattin Ursula. Zuvor zeigten er und die anderen Prominenten sich draußen auf dem roten Teppich, um sich dem Blitzlichtgewitter und den Kameras der TV-Teams zu stellen. Wenn zum 35. Mal so ein Ball stattfindet, hier bei uns, dann zeigt das, dass wir ein attraktiver Standort sind. Dann zeigt das, dass die Menschen gerne hierher kommen. Und es ist diese einzigartige Mischung. Große Sportler, tolle alte Oper, ein faszinierender Ball, der ist festlich, aber nicht steif. Und das können wir und deshalb kommen die Leute auch gerne zu uns. Es kam viel Prominenz vor die Kameras. Olympiasieger im Speerwerfen Thomas Röhler posierte genauso für die Kameras wie Boxlegende Wladimir Klitschko. Ich war schon sehr lange nicht mehr bei dem Sportpresseball und ich freue mich, unsere Familienmitglieder, also die Sportler zu treffen, die auch bei Olympischen Spielen in Rio mitgemacht haben. Die hat man im Fernsehen gesehen, jetzt habe ich die Möglichkeit, die persönlich zu begrüßen. Ganz in Blau zeigte sich Moderatorin Verona Poth, die zusammen mit Ehemann Franjo nach Frankfurt gekommen war. Ich freue mich auf einen Abend mit Franjo, der gerade wunderbar mit der hübschen Laura flirtet, aber da muss ich wohl ein Auge zudrücken. Und ich freue mich einfach auf tolle Sportler, auf Auszeichnungen. Ich freue mich auf Jogi Löw, der ist ja sensationell, den finden wir doch alle toll. Und ich freue mich auf einen schönen Abend. Nicht nur Verona freute sich auf Joachim Löw, auch Turner Fabian Hambüchen. Ja, und Herr Löw habe ich auch schon x-mal getroffen mittlerweile. Ist ein super, lieber, zurückhaltender, sympathischer Mann. Und deswegen, ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Er ist jetzt schon so lange auch Bundestrainer und hat so viel erreicht. Klar, mit dem WM-Titel vor 2 Jahren hat er das große Ding abgeschossen. Und trotzdem finde ich es Wahnsinn, dass er auch sagt, ja, ich ziehe jetzt weiter durch. Ich glaube an die Jungs und wir probieren, so weit wie möglich bei der nächsten WM wiederzukommen. Also dafür Chapeau. Und dann kam der Mann, der am Abend offiziell zur Legende gekürt wurde. Joachim Löw, der als Bundestrainer 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gewann. Am Anfang bin ich ein bisschen natürlich erschrocken, als ich das Wort Legende gehört habe im Zusammenhang mit meinem Namen. Aber natürlich freue ich mich besonders. Ich glaube, das ist schon auch eine große Ehre, weil es gibt viele ganz besondere Sportpersönlichkeiten, die diese Ehre eben auch zuteil haben und hatten. Und von daher in diesem Kreis zu sein, ist schon was Gutes. Ja. Zum 35. Mal fand der Sportpresseball nun statt. Der Abend in der Alten Oper stand unter dem Motto Rendezvous mit Olympia. Wie sieht eigentlich für den Italiener das perfekte Rendezvous aus? Ich wollte immer eher zum Essen, damit man länger reden kann. Und weil ich selbst auch sehr gerne und gut koche, war das immer so ein bisschen so, ja, schon ein bisschen eine Masche. Also wissen dann, ich habe auch Janaina damals genauso mit nach Hause eingeladen und für sie gekocht. Und dann saßen wir lange da abends noch und da kann man Menschen kennenlernen. Beim Rendezvous geht es darum, einen Menschen, sein Gegenüber, die Gesellschaft gut kennenzulernen. Die richtige Rendezvous-Stimmung gab es im Inneren der Alten Oper auf jeden Fall. Dinner bei Kerzenschein und preisgekrönte Sportler. So ging der Pegasus-Preis für die Sportler mit Herz an das deutsche Herren-Geräteturnteam. Insbesondere an Andreas Toba. Mannschaftsqualifikation. Im Flug eine Doppelschraube vorwärts, dann verdreht sich sein rechtes Knie. Deutschlands bester Mehrkämpfer erleidet eine komplette Knieschädigung. Schock. Wie geht es ihm jetzt? Ich würde gerne wieder turnen, das dauert leider noch ein bisschen. Natürlich mache ich ein bisschen schon was, seit 4 Wochen bin ich wieder im Training 2-mal am Tag. Was aber nur Krafttraining und Beweglichkeit angeht.
Ansonsten mache ich noch nicht viel. In Absprache mit den Ärzten und auch mit der Physiotherapie arbeite ich mein Knie natürlich auch auf, dass es wieder so stabil wird wie vorher, vielleicht sogar noch ein bisschen besser und dass ich dann mein Comeback auch demnächst starten kann. In den vergangenen Jahren wurden schon viele Sportler zur Legende des Sports gekürt, wie Maria Höfel-Riesch oder Uwe Seeler. Und nun er, Joachim Löw. Überreicht wurde ihm der Preis von Nationalspieler Miroslav Klose. Die Gäste waren sich durchweg einig. Joachim Löw: Er ist ein toller Mensch. Miro Klose hat es, glaube ich, nochmal bestätigt. Er ist viel näher dran. Herzlichen Glückwunsch, Jogi. Das ist wirklich nicht nur eine tolle Auszeichnung, sondern die hat er sich auch wirklich verdient. Anschließend heizte die Band Silbermond den knapp 2000 Gästen des Abends ordentlich ein. Liebe Zuschauer, das war der 35. Sportpresseball hier in der Alten Oper in Frankfurt. Ich verabschiede mich von Ihnen. Auch im nächsten Jahr sind wir ganz sicher wieder mit dabei. Von Olympiasiegern kommen wir jetzt zu deutschen Meistern, und zwar in der Sportart Bosseln. In Kelsterbach hat der Deutsche Behindertensportverband seine Meister gesucht. Wir stellen Ihnen jetzt die Sportart einmal genauer vor und zeigen Ihnen auch, wie sich der hessische Sportminister Peter Beuth beim Bosseln geschlagen hat.31 Mannschaften hatten sich für die nationalen Meisterschaften des Deutschen Behindertensportverbandes qualifiziert. Im zweitägigen Wettbewerb spielte jeder gegen jeden. Die Bossel ist ca. 4,5 Kilogramm schwer und besitzt auf der Unterseite einen Borstenbesatz. Das Bosseln fordert einen in der Konzentration, in der Geschicklichkeit, damit das genau das Spiel auch hinkommt, und dann die Taktik mit der Technik zusammengepaart, das ist eben das Wichtige im Spiel, dass es nicht einseitig ist. Die Idee des Spiels ist relativ einfach. Jede Mannschaft besteht aus 3 Spielern und jeder Spieler hat pro Durchgang einen Wurf. Jeder versucht, die Bossel im Zielfeld am Ende der Spielbahn zu platzieren. Für jede Bossel, die nach dem 6. Wurf noch im Zielfeld steht, gibt es einen Punkt. Einen zusätzlichen Zähler bekommt das Team, dessen Bossel am Ende, der Daube, dem roten Würfel, am nächsten steht. Das Spiel ist somit auch viel von Taktik geprägt. Also versucht man, seine Bossel so zu stellen, dass man eben dichter dran ist, schwerer für den Gegner machen, den Gegner rausschießen möglicherweise, oder aber sein Bossel dann zum Zentrum so platzieren, dass wenn der Gegner die Daube rausschießt, dass dann die Taube wieder reinkommt und dann hat man das auch. Sprich, wird mit dem letzten Wurf die Daube aus dem Spielfeld geschoben, setzt der Schiedsrichter diese wieder auf das Daubenkreuz. Den Zusatzpunkt erhält das Team, dessen Bossel nun am nächsten ist. Gespielt wird in 6 Durchgängen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Die Faszination Bosseln wollte sich zu Beginn der Meisterschaften auch Hessens Sportminister nicht entgehen lassen. Und er zeigte durchaus Talent. Das Bosseln ist eine tolle Sportart, wenn man sich anschaut, dass eben dort Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, junge und ältere, diesen Sport gemeinsam betreiben können, dann ist das, finde ich, sozusagen unter dem Gesichtspunkt inklusiver Sport eine ganz tolle Sportart. Bei seinem zweiten Durchgang hatte ihn das Bosselfieber bereits gepackt. Und er konnte seine Motivation nicht bremsen und somit schnellte sein Wurf viel zu weit und viel zu fest über die Bahn und wurde erst vom Kasten am Ende des Spielfeldes aufgehalten. Aber Spaß hat's gemacht. Ja, also gut, es ist so ähnlich wie Eisstockschießen, halt eben nur in der Halle. Und da muss man ein bisschen schauen, wie ist der Widerstand am Boden mit den Bosseln sozusagen. Wie viel Kraft muss man aufwenden. Das macht aber Spaß. Ist wirklich, man kann es nur empfehlen, das auch mal zu probieren, vielleicht irgendwo in einem Verein in der Umgebung. Der Titel des Deutschen Meisters ging bei den Damen nach Thüringen und bei den Herren nach Bayern. Die hessischen Teams aus Kelsterbach und Gießen mussten sich mit Plätzen im hinteren Feld zufrieden geben. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich weiter mit der Sportart Tischtennis.
Gute Entwicklung. Der TTC Obererlenbach Bad Homburg spielt in der zweiten Bundesliga und peilt den Aufstieg an. Gleich im Studio Teammanager Johannes Herrmann. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und wollen jetzt über Tischtennis sprechen. Die zweite Bundesliga mit dem TTC Obererlenbach Bad Homburg, wie er seit dieser Saison heißt. Darüber wollen wir reden. Unter anderem auch immer wieder zu hören ist, ein Aufstieg in die erste Liga, das wäre was für Obererlenbach Bad Homburg. Dann vielleicht Timo Boll hier in der Gegend als Gast in einem offiziellen Punktspiel. Darüber wollen wir reden mit Teammanager Johannes Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ist das Fantasie oder sind das wirklich Überlegungen, den Aufstieg in die erste Liga zu wagen? Also das sind auf gar keinen Fall Fantasien, sondern das sind schon reale Pläne, die wir da verfolgen. Natürlich ist das keine Kurzfristigkeit, die dahinter steht, sondern wir planen langfristig, wollen versuchen, das Team natürlich, aber auch die Strukturen vor allen Dingen dahin zu entwickeln, dass wir erstligareif sind. Wann das soweit sein wird, kann ich jetzt heute noch nicht genau sagen. Wir müssen einfach schauen jetzt in den Gesprächen mit unseren Sponsoren, mit der Stadt Bad Homburg, wie wir das Ganze nach vorne entwickeln können. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und vielleicht gelingt es dann nicht nur Timo Boll mal in einem Punktspiel gegenüberzustehen, sondern vielleicht gelingt es uns auch mal sogar in unserer Mannschaft zu haben. Das wäre so nicht nur mein ganz persönlicher Traum, sondern ich glaube, das wäre der Traum vieler im Verein, dass wir den Timo Boll mal wirklich im TTC-OE-Trikot auch sehen können. Ich glaube, da würden sich alle Hessen freuen, nicht nur die Tischtennisspieler, wenn Timo Boll sozusagen in seine Heimat als Tischtennisspieler dann wieder zurückkommt. Wenn wir jetzt nochmal über den Verein an sich sprechen, was für eine Entwicklung hat er hinter sich, was für eine Entwicklung liegt noch vor ihm? Ja, wir haben ja das Projekt in den letzten Jahren kontinuierlich nach vorne entwickelt, halt den Aufstieg dann von der Regionalliga ein Jahr, bevor wir es eigentlich wirklich geplant hatten, damals realisiert. Es ging dann hoch in die zweite Bundesliga, die damals noch zweigleisig war, Nord- und Südliga. Mhm. Wir haben im Norden gespielt, mussten dann allerdings auch wieder einen Abstieg hinnehmen, beziehungsweise damals kam die Strukturreform, das heißt von der Zweigleisigkeit in die Eingleisigkeit. Die ersten 5 Teams haben sich dafür qualifiziert. Wir sind am letzten Spieltag abgefangen worden vom 1. FC Köln, der uns ja noch demnächst im Weihnachtsspiel sozusagen, letzte Punktspiel, dann als Gegner gegenübersteht. Dann mussten wir den Gang in die dritte Liga zunächst gehen, sind dann aber direkt wieder aufgestiegen. Das heißt, wir haben, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute, positive Entwicklung genommen. Mhm. Und den Weg wollen wir jetzt vor allen Dingen auch hinsichtlich der Strukturen weiter fortsetzen. Aber es ist natürlich auch das ganze Vereinsleben, auch dann Aufstiege und Ligazugehörigkeit auch immer eine wirtschaftliche, eine finanzielle Sache einfach. Absolut, da unterscheiden wir uns keinesfalls vom Fußball. Ja, da sind wir also im gleichen Boot, sage ich mal einfach. Die Fußballer sind auf einem anderen Niveau natürlich unterwegs. Ja. Ja. Die können uns vielleicht mal das eine oder andere noch überschieben, was bei denen vielleicht doch dann übrig ist. Nein, Spaß beiseite, es ist in der Tat natürlich eine wirtschaftliche Geschichte. Ja. Ich meine, die Zahlen haben wir auch in der Presse genannt, ist kein Geheimnis, kann man, glaube ich, drüber sprechen. Ist einfach so, dass man in der zweiten Liga wir haben in etwa ein Etat von 80.000 Euro. Und wenn man in die erste Liga gehen möchte, dann muss man das Ganze mal mindestens verdoppeln. Und dann gehört man sicherlich nicht zu den Anwärtern, um den Club von Timo Boll, den Rekordmeister Borussia Düsseldorf, in Gefahr zu bringen. Und da müssen wir wirklich schauen, wie wir halt letztlich mit unseren Partnern, mit neuen Partnern, die wir gewinnen, die überzeugt sind von der Arbeit, die wir tun, dann einfach zu uns holen ins Boot und gemeinsam den Weg nach vorne gehen in die erste Liga. Am Wochenende stand erstmal Punktspiele auf dem Programm und zwar gegen Passau und für einen sollte dieser Tag etwas ganz Besonderes sein. Für ihn, Dominik Scheher, war es ein ganz besonderer Tag, war es doch sein 20. Geburtstag, an dem er sich selbst natürlich am liebsten mit einem Sieg beschenkt hätte. Und zu Beginn sah es in der Partie gegen Passau auch richtig gut aus. Scheja an der Seite des indischen Neuzugangs Sanil Shetty mit guten Ballwechseln und Punkten. Seit seinem 13. Lebensjahr, also bereits seit 7 Jahren, ist Scheja beim Tischtennis in Obererlenbach. Eine Sportart, die für ihn einfach faszinierend ist.
Tischtennis ist auf jeden Fall die schnellen Ballwechsel, die langen Ballwechsel, vor allem wenn die Leute wirklich weit vom Tisch wegstehen. Auch diese Emotionen, was so ein ganzes im Verein mitbewegen kann. Und auf jeden Fall ist natürlich auch die ganzen Rotationen, die man da von außen vielleicht nicht so sieht, aber ist schon wirklich ein interessanter Sport. Das Doppel Sheha Shetty konnte ihr Auftaktmatch locker mit 3:0 Sätzen für sich entscheiden. Leider allerdings ging das andere Doppel an Passau. Mit einem 1:1 ging es dann in die Einzeln. Und dort startet der Gastgeber kurios. Nando Eschiki, die Nummer 2 der Gastgeber, konnte sich gegen die Nummer 1 aus Passau durchsetzen. Und auch Bad Homburgs Topspieler Tomislav Puca konnte sein erstes Match gewinnen. Das Team der Gastgeber mit 3:1 in Führung. Also was unser Team dieses Jahr auf jeden Fall ausmacht, wir haben internationalen Topsport. Aus allen Ländern wirklich junge Nachwuchstalente, die hoffentlich vielleicht noch ein, zwei Saisons bei uns bleiben, aber langfristig auf jeden Fall einen Weg in die erste Liga suchen werden. Und ich glaube, so eine junge Mannschaft, so eine heiße Mannschaft, wo jeder für jeden einsteht, glaube ich, findet man in der Liga nicht so oft. Das Geburtstagskind musste dann wieder zurück an die Platte, hatte allerdings eine fast unlösbare Aufgabe zu bewältigen. Denn sein Gegner, der Franzose Chan Akutsu, hatte in dieser Saison von 10 Spielen bisher alle gewonnen. So auch die Partie gegen Sheha, die Nummer 3 aus Passau, etwas zu stark. Diesen Punktverlust konnte der Inder Sanil Shetty allerdings wieder ausgleichen mit seinem Sieg gegen den 42-jährigen František Krytil. Der TTC Obererlenbach Bad Homburg braucht somit nur noch einen Sieg zum Unentschieden. Und mit viel Unterstützung hofften die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt sogar auf einen Sieg. Das allerdings sollte sich als schwierig erweisen, denn die nächsten 3 Partien musste Bad Homburg abgeben. Auch Dominik Sheha konnte im Duell gegen den 42-jährigen Routinier nichts ausrichten, obwohl er sich mehr vorgenommen hatte. Ja klar, ist so. Die älteren Spieler haben natürlich immer noch ein bisschen diese Spielintelligenz. Aber trotzdem, ich glaube, wenn ich gut spiele, habe ich da auch gute Chancen. Gegen den Chan Akutsu ist sehr schwer für mich, das erkenne ich an. Aber das letzte Spiel, glaube ich, wenn ich eine ganz gute Form habe, die ich davor eigentlich hatte, glaube ich, habe ich gute Chancen, dass der Punkt am Ende auf meiner Seite steht. Plötzlich lag der TTC Obererlenbach Bad Homburg mit 4:5 in Rückstand. Und der Inder Sanil Shetty musste die letzte Partie gewinnen. Und das gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Franzosen Chan Akutsu. Es war ein guter Tag für mich. Gleich das Doppel konnte ich gewinnen. Im ersten Einzel war ich im ersten Satz nicht gut, aber ganz langsam bin ich dann in meinen Rhythmus gekommen. Gegen Akutsu war vor allem der letzte Satz ein richtig guter. Ich habe einfach alles gegeben. Und wie heißt es doch so schön, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Netzroller und somit Matchball für Shetty. Und diesen konnte er auch verwandeln. Am Ende trennen sich der TTC Obererlenbach Bad Homburg und Passau 5:5 unentschieden. Ja, am Ende dann ein 5:5. Bist du zufrieden damit, mit dem Endergebnis? Ja, im Endeffekt war es, glaube ich, ein gerechtes Remis. Wir haben natürlich nach dem 4:2, also nach der Führung, schon gehofft, diesmal beide Punkte in Bad Homburg Obererlenbach halt behalten zu dürfen. Davor die Woche ja ebenfalls ein 5:5, hart umkämpft gegen Indeland Jülich. Und naja, das Spiel vom Sanil Shetty, das war natürlich wirklich sehenswert und am Ende ja auch dann auf das Messerschneide, 2 Punkte Abstand, dann der 3:2-Sieg eben für uns und damit das 5:5 gerettet. Also von daher, insgesamt glaube ich, können wir mit dem Punkt gut leben und sind auch zufrieden. Das heißt, zwischendurch waren mal die Hoffnungen auf mehr. Am Ende konnte man aber froh sein, dass es nicht dann doch noch weniger wurde. Genau. Was ist das Ziel für die Saison? Ja, wir haben zunächst mal gesagt, dass wir unter die ersten 5 Mannschaften kommen wollen. Ich glaube, es ist auch realistisch mit dem Team. Wir haben jetzt 2 Spieler, unsere Nummer 1 und Nummer 2, die noch nie in Deutschland gespielt haben. Das heißt, das ist für die Neuland, sind ja auch noch junge Leute. Und das braucht sicherlich eine gewisse Eingewöhnungsphase. Hat man besonders bei dem Ungarn halt auch erleben dürfen in den ersten Spielen, wo er wirklich zwar gut gespielt hat, aber am Ende muss er seinem Gegner gratulieren. Und ich glaube, wenn sich die Mannschaft weiter so findet, wie es aktuell der Fall ist, wir von Verletzungen verschont bleiben, das war in der letzten Saison ein bisschen ein Handicap für uns,
dann denke ich schon, ist das auch eine realistische Prognose, dass wir unter den ersten 5 Teams landen. Und dann schauen wir jetzt einfach demnächst eben mit unserem Wirtschaftsbeirat, mit unseren Partnern, inwieweit wir eben gegebenenfalls Erstliga-Tauglichkeit herstellen können. Denn in der neuen Saison wird es so sein, dass die Erstliga mit 12 Vereinen an den Start gehen wird. Das heißt, 2 Plätze werden dann eröffnet. Und man hat auch schon bei uns angeklopft natürlich, inwiefern wir denn soweit sind und bereit sind, gegebenenfalls diesen Schritt zu gehen. Das heißt, man müsste sich gar nicht unbedingt sportlich für den Aufstieg qualifizieren, weil im Grunde genommen Freiwillige für die erste Liga gesucht werden. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viele Teams sich letztlich committen, das Abenteuer, sage ich mal, den Aufstieg dann auch wahrzunehmen. Also normalerweise die ersten beiden Mannschaften steigen bei uns auf aus der zweiten Liga. Mhm. Und nun müssen wir halt wirklich mal schauen, inwiefern sich welche Mannschaften dahingehend positionieren, um Erstliga zu gehen. Wie groß ist die Gefahr, wie groß ist das Risiko, was man eingeht, wenn man den Gang in die erste Liga antreten würde? Na gut, man muss sich halt schon darüber bewusst sein, ob es wirklich Sinn macht, mit einer stabilen Zweitligamannschaft, mit einem entsprechenden Zuschauerzuspruch, mit einer entsprechenden Performance, was man wöchentlich abliefert, ob man dann sich in der ersten Liga dann mit einem Team, was nicht konkurrenzfähig ist, wöchentlich vermöbeln lässt. Das kann natürlich auch eher nach hinten an der Schuss losgehen. Also für uns ist schon auf jeden Fall das Ziel da, das zu schaffen, in die erste Liga zu gehen. Wie gesagt, den Zeitraum haben wir uns nicht so fest auf die Fahne geschrieben, dass es denn unbedingt schon zur neuen Saison sein muss. Ja. Aber grundsätzlich sind wir bereit und gucken einfach von Woche zu Woche, von Monat zu Monat einfach auch, inwiefern wir die Strukturen auch mitziehen können. Und dazu gehört in allererster Linie eben auch die Wirtschaftlichkeit. Also ich sehe, es sind sehr, sehr viele Arbeiten, auch sowohl im Wirtschaftlichen als auch im Sportlichen. Da wünsche ich weiterhin viel Erfolg, dass das so gelingt, weil der Erfolgsweg ist ja durchaus da. Dankeschön für den Studiobesuch. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Ich wünsche Ihnen eine sportliche Woche und wir sehen uns dann wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.